Netflix. Seid gegrüßt und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video. Wir hören uns den neuen Song von Miyagi and the Panda und Mav D an mit dem Titel Marmalade. Ich habe heute natürlich auch einen Gast mitgebracht und das ist der liebe Ali. Was geht ab, Leute? Du hast doch gesagt, du hast schon mal russische Musik gehört. Ja, ja. Kennst du Miyagi? Vom Namen her glaube ich schon. Ich glaube, ich habe mal ein Lied von ihm gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Okay. Ich bin mal ehrlich gespannt. Viele haben mir geschrieben, ich soll mir den Song mal anhören. Ihr wisst, ich liebe Miyagi. Schon sehr, sehr viele Songs haben wir uns zusammen angehört. Und jetzt gibt es hier diesen wunderbaren neuen Shit. Und den ziehen wir uns mal rein. Ich muss sagen, ich mag immer, wenn das so weißt du, dieses Langsame so anfängt. Mhm. So die richtig dieses, wie soll ich sagen, so relaxte, so genau, zum ja. Genießen. Ich liebe das. Ja. Was hältst du von dem Beat? Beat ist geil, Hammer, ich schwöre. Ich feier sowas auch, sowas bisschen smoothes, relaxedes. Feier ich. Ist geil. Serce zabrala ona, nie było pełne gwiazdy, opleta ja marmela. Also das ist Miyagi. Das ist geil. Das Geile ist, der ist auch im Live so. Ja? Ja, das ist nicht irgendwie mit Programmen gemacht, sondern es ist tatsächlich live. Geil, Alter. Трип, валит бит, наши чувства в Боинг, пристегнем ремни, что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий. Da kommen die Russischkenntnisse raus, Mann. Ich kann kein Wort Russisch. Okay, ein bisschen schon, aber nicht so viel. Ey, das ist ja so Reggaeton-Musik, weißt du? Kennst du Reggaeton-Künstler? Ja, klar. Also zum Beispiel, ja, wo diese ganzen, hier. Die amerikanischen wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ja, ja. So ein paar. Okay, ich kenne jetzt keine Namen, aber ein paar kennt man auf jeden Fall. Ja, so amerikanische Künstler kenne ich auch, ne? So einige. So, es gibt auch so einen deutschen Künstler, der kommt sogar aus Osnabrück. Wie heißt der? Wie hieß der dann nochmal? Jetzt muss ich, glaube ich, selber mal nachgucken. Mal ganz kurz. Gentleman. Ah, kenne ich, ja, kenne ich. Ja. Kann ich auch jedem empfehlen, mal Gentleman sich anzuhören. Vibe, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри. Красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени. Волнуюсь, будто на сцене. Самый сладкий вайб я не разбазарю и продам. Уж тем более не потеряю, отвечаю. Посмотрел в ее глаза, успокоил мысли. В этот раз стихи о чистом, о здравом смысле. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Willst du sowas auch privat hören? Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich glaube, ich gleich auf der Heimfahrt, Bruder, da wird erstmal Miyagi gehört. Ich schwöre, ich meine das ernst, Alter. Das ist krass. Ich schwöre, das feiere ich unnormal. Es muss ich unbedingt meiner Freundin zeigen, Alter. Aber ich finde von dem Feeling her geil. Genau das ist das ja. Dieses Feeling, Mann, das ist Hammer. Ich schwöre. Geil. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше.
Серце забрала вона, не було пилів, нас не оплітає мармела. З тобою держу свобода, й без тебе я в кандалах. На дома лівеч на жить ми продовжаєсь на біда. Серце забрала вона, не було пилів, звезди оплітає мармела. З тобою держу... Wenn du Musik hörst, hörst du das gerne laut? Ja, schon. Also so richtig laut oder eher so... Oh, kommt drauf an, Alter. Aber am meisten laut, ja. Also ist die Lautstärke ja auch in Ordnung? Ja, ja. Okay, cool. Diese Übergänge, weißt du? Hammer, ich schwöre Hammer. Ey, dieses Lied ist krass. Ich kann dir später noch mehr zeigen. Haben viele geile Songs. Ich glaube, irgendein Lied kenne ich von ihm safe noch. 100%. Hey, das ist Hammer, Alter. Das Ende, Alter, ey Junge. Boah, direkt Spotify-Liste hinzufügen, ich schwör's dir. Ich weiß nicht, ob das auf Spotify gibt, aber ich kann dir jetzt später noch so ein paar andere Künstler sagen. Es gibt noch so einen richtig geilen Künstler, Tomanio. Der ist ja auch auf diesem Label, ne? Das Label heißt ja eigentlich an sich Hajimi und so. Ich glaube, ich habe hier jetzt einen neuen Fan, der genauso Miyagi lieben wird, wie ich Miyagi liebe, so. Aber ich muss sagen, diese Melodie und auch diese Stimme, das hat so ein ganz, ganz... Oder. Krasses Feeling. Andere Dimension auf einmal, ich schwöre. Ist krass, ehrlich, Hammer. Feier ich, Alter. So normalerweise, ich höre nur Deutschrap, ne? So diesen Hardcore-Scheiß und so. Aber Bruder, das. Bruder, Hammer. Ich mag ihn. Hammer. Wir sehen uns. Ciao. In der Band sein, ein Dashboard-Coupéchen, was heißt, wenn es steht Richtung Champs-Allisee, Baller über den Berg und das Tal. Vor mir Körper zu steil, Pöppel, Hexen, Richtung All, mehr brennt als weit, diese Stimme brutal. Projiziert eine Welle, die du bist, zerreißt.